Auch im Norden Andalusiens konnten wir einige tolle Pisten fahren. Eigentlich geht nur eine Straße von Süden nach Norden durch den Park. Allerdings kann man am Südende auch die Abzweigung Richtung Pozzo Alcon nehmen und kommt auf eine relativ lange Schotterpiste. Wir sind in einem Parc Natural vom Fluss Guadalquivir und sind auf dem Weg zur Quelle, die Nacimiento. Und wie sich herausstellt, ist es ein GA-Wanderweg und GA-Wanderwege, die fahren wir gerne. Und es ist eine schöne Piste und sind wir auf dem Weg nach ganz dahin. Wir sind jetzt zur Quelle des Guadalquivir hochgefahren, ist wieder eine Piste, knapp 10 Kilometer, aber gut geeignet für Fahrzeuge unserer Größe, würde ich sagen. 10 Tonnen ist die Beschränkung, wunderschön. Von hier werden wir jetzt den Park wieder verlassen auf einer anderen Piste und es sind jetzt noch 25 Kilometer. Und wir hoffen, dass wir das vor der Dunkelheit jetzt noch gut hinkriegen. Wir fahren jetzt gerade über einen Pass und sind auf 1575 Meter. Das ist sehr beeindruckend, wenig Verkehr und ganz prima zu fahrende Piste. Und tausende Tiere. Wow, hat man es hier reingefahren. Thank you.
der Strecke ein absolutes Wow. Aussicht super. Ich würde sagen, zum Fahren nicht wirklich schwer. Mal ein Ast, der ein bisschen tief hängt, mal ein paar Felsen auf dem Weg. Aber eigentlich eine gute Schotterpiste. Macht wirklich, wirklich Spaß, diese 50 Kilometer hier in Gesamtlänge zu fahren. Würde ich absolut jedem empfehlen. Und wenn man dann einen Abzweig fährt und ganz viele Zweige plötzlich im Weg sind, muss Papa laufen und schauen, ob wir da durchkommen. Der Weg hier zum Mirador, der war nix. Da sind zu viele Äste. Offensichtlich kein Fahrzeug in unserer Größe in den letzten paar Jahren durchgefahren. Jetzt drehen wir um in 124 Zügen. In Cazorla erreichen wir wieder den Asphalt. Und weiter geht's durch die großen Olivenhaine in Richtung Westen. Wir sind jetzt hier 20 Kilometer westlich von Córdoba auf dem Weg nach Sevilla auch mal wieder rechts abgebogen in Richtung eines Stausees und fahren hier gerade eine Schotterpiste, auch wieder ein GR, der GR 48 Sierra Morena. Mal schauen, ob wir schön vor bis ans Ufer vom Stausee kommen, um noch eine Badepause zu machen oder wo uns der Weg hinführt. Au. Festhalten, Kinder. Minimale Auswaschungen. Das sah alles viel größer aus. Achtung, rechts, ziemlich tiefes Loch. Oh, ich sehe den See. Vorne links. Ein ziemlich großer See. Was? Oh Gott. Wollen wir nicht hier, also hier ist auch schön. Oh Gott. Reiter an die Falscher heute. Achtung, Auswaschung! Wieder Futterbahn ist wunderbar. Ja, ja, voll. Au, au!
Aua! Na, das ist ja ganz nach Papas Geschmack. Wir sitzen hier mitten im See, natürlich nicht richtig, ist auch ein Stausee mit sehr wenig Wasser und wir mussten sehr weit hier runter wandern. Die Wummi-Omi hat einen guten Teil mitgeholfen, bis es dann zu schmal und zu schräg wurde. Aber eine tolle Piste wieder, bisschen schmal und wenig befahren, ja, vermutlich weil sie halt das halbe Jahr im See liegt.
der Mine. Wir sind jetzt einiges an Pisten hier gefahren. Also fast alles, was in Ostmann drin ist, kann man auch tatsächlich fahren. Und man kommt an vielen Mondlandschaften vorbei, jetzt gerade wieder zum Beispiel. Und wir konnten es leider nur begrenzt erkunden, aber hier kann man mit Sicherheit mindestens einen Tag oder zwei mit dem Geländewagen oder mit dem Offroader verbringen und hier einfach die Gegend erkunden und diese surreale Landschaft auf sich wirken lassen. Das ist auf jeden Fall was sehr Besonderes, was man nicht jeden Tag sieht.